Ja, lieber Ralf, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich auch, dass ich mich heute endlich bei euch persönlich vorstellen kann. Meine Wahl ist ja schon seit ein paar Tagen öffentlich. Und auch selbst wenn ich mir bis zur Wahl eine gewisse mediale Zurückhaltung verordnet habe, konnte ich doch so einiges über mich hören und lesen. Und meine Biografie scheint ein bisschen zur Verwirrung beizutragen. Jedenfalls erreichten mich eine Vielzahl von seltsamen Fragen und eigenartigen Spekulationen. Wie eine linke Ideologin denn eigentlich bei einer ultrapragmatischen Gewerkschaft arbeiten konnte. Und ob ich einen türkischen Pass hätte, weil mein Vater ja Iraner war. Und wie es mich dann letztlich in die Arme der Niedersachsen-Connection getrieben hat, wo ich doch eine so kluge Frau sein soll. Nun, liebe Genossinnen und Genossen, eines scheint aber inzwischen sehr normal zu sein. Eine Frau und Naturwissenschaftlerin in der Politik, da geht keine Augenbraue mehr hoch. Das ist auch gut so. Ich bin nun froh, dass ich also endlich vor euch stehen kann als die, die ich wirklich bin. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, empfinde ich wirklich als großes Privileg. Daran habe auch ich mit Sicherheit nicht gedacht, als ich vor 28 Jahren in der SPD Mitglied geworden bin. Und ja, ich habe die vergangenen 14 Jahre insbesondere auch der hauptamtlichen Gewerkschaftsarbeit gewidmet. Und ich habe dort vieles gelernt, das ich heute und jetzt mitbringen möchte. Ich habe gelernt, dass die Vertretung von Arbeitnehmerrechten nicht nur Kampfgeist braucht, sondern dass es auch industrie- und wirtschaftspolitischen Sachverstand braucht. Ich habe gelernt, dass Organisationsentwicklung immer etwas sehr Konkretes sein muss, dass Bindung und Nähe zu den Menschen nur vor Ort passiert. Und ich habe bei Partei und Gewerkschaft erlebt, dass man mit Idealen und Leidenschaft die Herzen der Menschen erreicht, aber auch Pragmatismus braucht, damit der eigene Verstand den Weg in die Herzen nicht versperrt. Und diese Erfahrung, liebe Genossinnen und Genossen, die möchte ich mitbringen, an die möchte ich anknüpfen. Und ich sehe für mich als Generalsekretärin dabei drei Kernaufgaben. Erstens, ich will die SPD nach innen stark machen. Zweitens, ich will mithelfen, dass das Vertrauen, das unsere Mitglieder und Millionen von Wählerinnen und Wählern bei der vergangenen Bundestagswahl in uns gesetzt haben, dass das gerechtfertigt ist mit einer guten Regierungsarbeit. Und drittens, ich will die SPD nach außen als moderne Volkspartei repräsentieren, die den Menschen nahe ist, die Menschen begeistern kann und mitreißen kann. Und ja, natürlich, ich will dazu insbesondere den Weg der Parteireform mit euch evaluieren und weiter fortsetzen. Die Beteiligung der Mitglieder und der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, das ist unsere Verwurzelung in die Gesellschaft. Daraus gewinnt die Partei Kraft nach innen und außen, Vitalität und auch Standfestigkeit. Und es ist auch am Ende unsere Heimat, unser Selbstverständnis und unsere historische Erfahrung nach 150 Jahren SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Die Wirkungsmacht einer politischen Organisation, ich sagte es schon, sie entsteht eben nicht alleine in der Zentrale, sondern vor Ort. Was vor Ort nicht funktioniert, das ist für die Organisation nicht tauglich. Und was für Ort nicht stattfindet, findet gar nicht statt. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir die Regionen stark machen müssen. Das ist auch eine Aufgabe der gesamten SPD. Das Willy-Brandt-Haus ist daher auch nicht der Apparat des Parteivorstandes. Das Willy-Brandt-Haus muss die lebendige Ader sein für die ganze Partei und alle Aktiven. Und darum habe ich mir vorgenommen, den Austausch zwischen den Ebenen der SPD zu intensivieren. Wir sollten den Schatz heben, der in unseren eigenen Erfahrungen steckt, und in uns entdecken, was für die ganze Partei lernenswert ist. Die Ortsvereine, Unterbezirke, Arbeitsgemeinschaften können doch sich gegenseitig anregen. Und ich glaube auch, dass die Beschäftigten der SPD die Arbeit der anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Ebenen besser kennenlernen müssen, um auch besser zusammenzuarbeiten. Und um mehr voneinander zu lernen, müssen wir natürlich auch neue Wege gehen. Online-Befragung,
Themenlabore, alles, was dabei hilft, das Wissen und die Kompetenz unserer Mitglieder zu nutzen. Liebe Genossinnen und Genossen, mit den Bürgerdialogen und dem Mitgliedervotum im vergangenen Jahr haben wir es doch vorgemacht. Wir haben gezeigt, was eine moderne Volkspartei ausmacht. Dialog statt Propaganda, Offenheit statt Arroganz und Neugier statt Besserwisserei. Das ist die SPD, auf die ich stolz bin. Modern, nah am Menschen, aufgeschlossen. So muss auch unsere zukünftige Regierung sein. Und ja, wir koalieren mit unserem politischen Gegner. Manche finden das schizophren. Ich sage, es ist verantwortungsbewusst. Ja, diese Regierungsbeteiligung, sie hat Risiken für uns. Aber sie hat auch große Chancen für Deutschland. Und deswegen ist sie richtig. Sie ist ein Instrument mit Grenzen, ja. Aber lasst uns doch innerhalb dieser Grenzen für den Fortschritt kämpfen und unser Versprechen einlösen, das Leben für Millionen von Menschen ein klein wenig besser zu machen. Wir haben in der Regierungsarbeit eine ganze Reihe von zentralen Projekten in die Verantwortung übernommen. Das ist unsere Chance. Mit der Energiewende haben wir ein Projekt übernommen von fundamentaler Bedeutung für die Gesellschaft. Ökologisch sowieso, aber eben auch insbesondere ökonomisch und in sozialen Aspekten. Ein Fortschrittsprojekt mit historischem Ausmaß, das uns über die Legislaturperiode hinaus noch beschäftigen wird. Und deswegen ist es gut, dass dieses wichtige Projekt des Fortschritts auch von unserem Vorsitzenden gemanagt wird. Dort ist es in den richtigen Händen, dort ist es aus dem Stillstand geholt worden. Vielen Dank, Sigmar. Und Andrea Nahles hat den ersten Gesetzentwurf dieser Regierung vorgelegt. Die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren. Das haben wir versprochen, liebe Genossinnen und Genossen. Und Andrea hat für uns Wort gehalten. Mit Frank-Walter Steinmeier hat unser Land endlich wieder einen Außenminister, der im Ausland auch ernst genommen wird, der geschätzt wird, der gehört wird. Ohne Barbara Hendricks würde über die Mietpreisbremse immer nur noch geredet werden. Jetzt wird sie endlich gemacht. Und die kleingeistige Staatsbürgerschaftsdebatte wird Aydan Özus nun endlich beenden und Ordnung in das derzeitige Chaos bringen. Damit kommen wir auch in dieser Frage endlich im 21. Jahrhundert an. Und ohne Manuela Schwesig und Heiko Maas wäre die gläserne Decke in den Unternehmen für Frauen doch weiterhin fest verschlossen. Mit diesem unerträglichen Zustand der Frauenverhinderungskultur ist jetzt Schluss. Diese Decke wird jetzt eingerissen. Liebe Genossinnen und Genossen, das sind doch gemeinsame Fortschrittsideen, für die es sich lohnt zu kämpfen. Lasst uns zeigen, dass die Menschen sich auf uns verlassen können und dass wir Verantwortung für Deutschland übernehmen. Lasst uns die jungen Frauen und Männer gewinnen, die Menschen mit Familien aus anderen Ländern der Welt. Lasst uns alle Menschen mitnehmen, die in einer offenen und inklusiven Gesellschaft leben wollen, die Perspektiven suchen und die Stabilität für ihre Lebensplanung brauchen. Wir koalieren mit unserem politischen Gegner, ja. Aber die Koalition ist nicht unser Gegner. Wir sorgen dafür, dass Deutschland jetzt seine Potenziale endlich besser ausschöpfen kann. Und dennoch, liebe Genossinnen und Genossen, eine Vernunftehe in der Politik, das ist bekanntermaßen eine zeitliche Befristung. Das ist auch gut so. Aber um in dem Bild zu bleiben, das ist keine Zugewinngemeinschaft. Bei der Trennung darf nicht geteilt werden, was wir geschaffen haben, und wir haben es erlebt, den Kürzeren zu ziehen nach einer solchen Ehe. Dieses Mal werden wir die sozialdemokratischen Erfolge auch offensiv für uns beanspruchen, und als Generalsekretärin der SPD werde ich dafür gerne die Anwältin sein. Die SPD muss ihre eigenständige Rolle behalten. Wir müssen erkennbar bleiben. Was ist SPD pur? Was sind die notwendigen Kompromisse? Und wo soll einfach nur weiter rumgemerkelt werden? Es ist aber auch klar, die Partei muss weiterdenken. Sie muss über die Große Koalition hinausdenken. Und deswegen bleiben wir natürlich im Meinungsstreit. Wir bleiben in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und wir werden deutlich machen, dass wir auch mit anderen Parteien ins Gespräch gehen, aber insbesondere auch, dass die Parteien der Großen Koalition sehr unterschiedliche Parteien sind.
Denn eines will ich nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Trotz gemeinsamer Regierung will ich mich nicht mit denen gemein machen, die von einem Raubzug gegen die junge Generation sprechen. Kein Kind will, dass seinen Eltern droht, nach einem langen Arbeitsleben in die Armut abzurutschen, Genossinnen und Genossen. Jetzt machen wir endlich den ersten Schritt dagegen. Und trotz gemeinsamer Regierung will ich mich nicht mit denen gemein machen, die mit Betrugsvorwürfen Stimmung gegen Menschen aus Osteuropa machen, selber aber keine ehrliche Doktorarbeit zustande bringen. Platter Populismus, liebe Genossinnen und Genossen, vergiftet das gesellschaftliche Klima. Diese Auseinandersetzung werde ich nicht aus dem Weg gehen, das kann ich euch versprechen. Und dennoch ist mir völlig klar, dieses Gespenst des Populismus wird uns bereits zur Europawahl wieder heimsuchen. Heute haben wir unseren Spitzenkandidaten für Europa gewählt, Martin Schulz. Ein Mann, der die europäische Idee vertritt wie kaum ein anderer, ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir nicht nur den Demagogen Einhalt gebieten können, ich bin zuversichtlich, dass der neue EU-Kommissionspräsident Martin Schulz heißen wird. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe, wie gesagt, viel darüber gelesen, warum ich heute vor euch stehe. Wegen des Frauenbonus, wegen des Migrantenbonus oder wegen des Niedersachsenbonus. Auf keines dieser Attribute hatte ich Einfluss. So bin ich auf die Welt gekommen. Und ich werde ungerne danach beurteilt, was mir in die Wiege gelegt worden ist, sondern lieber danach, was ich aus mir gemacht habe und wofür ich eintrete. Ich kann euch zusagen, ich arbeite hart, immer an der Sache orientiert, bin eine Teamplayerin, aber politisch auch gerne streitbar. Ich bin ein Mensch, der über den Kopf in die Politik und über das Herz in die SPD gefunden hat. In beides, liebe Genossinnen und Genossen, Kopf und Herz, konnte ich euch heute nur einen kurzen Einblick geben. Aber beides, liebe Genossinnen und Genossen, möchte ich in die gemeinsame Zusammenarbeit mit euch und für unsere Partei einbringen, damit unsere Sache gedeiht und unsere Partei wächst. Und wenn ihr mir daher heute euer Vertrauen schenkt, bekommt ihr kein Bonusheft, sondern nur mich, wie ich eben bin. Aber das mit klarem Kopf und ganzem Herzen. Vielen Dank.